habe leider lange Zeit im Knast gesessen. Ich mache ein paar Nebenjobs. Gino, wie würdest du dein Leben mit einem Wort beschreiben? Mein Leben mit einem Wort, sage ich mal ganz ehrlich. Bam, 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 bam. Hi Gino. Hallo. Wir haben uns hier in Bielefeld kennengelernt. Ja. Darf ich das Video auf YouTube hochladen und veröffentlichen? Das werden viele Menschen sehen. Da habe ich kein Problem mit. Dankeschön. Bitteschön. Wie alt bist du? Stell dich mal bitte vor. Ja, ich bin Gino. Abend. Ich bin 39 Jahre. Ja, bin obdachlos. Bin drogensüchtig. Kriege seit 18 Jahren Methadon. Ja, mache ein paar Nebenjobs. Heißt Tankstelle sauber machen. Bei der Waschanlage sauber machen. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe leider lange Zeit im Knast gesessen. Durch verschiedene Dinge. Verkehrten Freundeskreis, sagt man ja immer, aber teilweise war ich auch selber dran schuld. Ja. Gino, wie würdest du dein Leben mit einem Wort beschreiben? Mein Leben mit einem Wort, sage ich mal ganz ehrlich, scheiße. Im Moment. Im Moment ist es einfach scheiße. Wann war das Leben, wo du das mit einem Wort beschreiben würdest, als sehr gut? Wann war das? Oh, und das war, wie soll ich das erklären? Bam, 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 bam. Ja, sagen wir mal die 90er Jahre, sage ich mal. Das waren die besten Zeiten. Warum? Ja, weil da war die Welt noch die Welt, sage ich mal. Da hat noch alles Spaß gemacht. Da hat noch, ja, wie soll ich das erklären? Entschuldigung. Schneidest du das auch ein bisschen, ne? Sorry. Ich lasse alles so, wie es ist. Aber ist nicht schlimm, es läuft alles cool. Ja, wie soll ich das erklären? Wie alt warst du in den 90ern? Ja, 90er, kannst du ja ausrechnen. In den 90er, 90 war ich 10. Und sagen wir so, ab 96, da ging das für mich so los halt. Ne? Die Schule war abgebrochen leider. So, ich habe eine Ausbildung angefangen als Tischler. Die war auch nicht so besonders, ja, und dann... Als was Ausbildung, Entschuldigung? Als Tischler erstmal angefangen, ja. Und dann habe ich die aber abgebrochen, ja, und dann haben wir mit meiner Familie so ein bisschen als Pubertäre, ne, sage ich mal, in die Köpfe gekriegt, ja, wurde zu Hause rausgeschmissen, ja, und dann haben wir da, sage ich mal, auf jeden Fall, bin ich nach Hamburg gegangen, ja, und da habe ich dann auf jeden Fall, sage ich mal, mein Leben gelebt und das war auch alles ziemlich cool. Eine Party ist hin und her, ne? Mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal Drogen probiert? Oh, das erste Mal Drogen probiert, da habe ich mit 14 habe ich das erste Mal Drogen probiert. Was war das? Das war erstmal natürlich die Zigaretten. Das war erstmal die Einstiegsdroge sowieso. Ja, dann fing das an mit Gras, dann fing das an mit Ecstasy. Mit wie vielen Jahren Gras? Ja, sag ich ja, mit 14, ne? Mit 14 auch. Jo. Also Zigarette direkt auch Gras dabei? Ja, nicht direkt, aber ein bisschen später halt. Aber war auch noch mit 14. Ja, dann fing das dann an, wo ich dann in Hamburg war, fing das dann an mit Ecstasy, mit Speed, mit Kokain, ja, LSD. Einmal die komplette Reihe. Ja, und dann, wo ich dann hier nach Bielefeld kam, nach meinen ganzen Eskapaden in Hamburg. Hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Also Reeperbahn kann ich euch nur empfehlen, aber 90er Jahre kann man nicht mehr zurückdrehen, leider. Ja, ich sage mal, dann habe ich hier mit Heroin angefangen. Aber nie gespritzt, immer nur gezogen oder halt Blech geraucht. Ja, warum habe ich das gemacht? Ich habe die Fehler gesucht, die Fehler für mich, was habe ich verkehrt gemacht und da bin ich nie hintergekommen, deswegen habe ich mit Heroin angefangen, ja, und das war mein bester Freund auf einmal, ja. Wer ist heute dein bester Freund? Mein bester Freund heute, ein sehr, sehr guter Kollege ist mein bester Freund. Nicht mehr Heroin? Nein, das ist kein Heroin, nein, auf gar keinen Fall. Ich kriege Methadon seit 18 Jahren mittlerweile, ja, und ja, stopp, ne? Hat doch keinen Panzer. So. Ob der da nicht durchpassen würde. Ja, sorry.
Ja, der Sicherheitstyp ist immer so. Wie lange nimmst du kein Heroin mehr? Ja, Heroin nehme ich jetzt seit, nicht mehr seit 2003. Ja, seit 2003 nehme ich kein Heroin mehr. So, und dann, seitdem ich Methadon kriege, also Polamedon. Also Polamedon ist ja stärker wie Methadon. Wie viel Meter bekommst du? Methadon habe ich, ich erkläre dir das mal, Methadon habe ich früher an der Anfangszeit 170 Milligramm bekommen. Das wurde hochdosiert von 40 Milligramm auf 170. Aber da habe ich gemerkt, dass ich da angefangen habe, viel Bier zu trinken hin und her und auch viel schwitzen tue und ja, Magen spielt verrückt, der Körper spielt verrückt. Ja, und ich habe gar nichts auf Reihe gekriegt. Und dann habe ich mich auf Polamedon umstellen lassen. Ja, und dann sind die ganzen Symptome halt weg. Ich trinke vielleicht noch 2, 3, 4 Bier am Tag, wenn überhaupt. Ja, und ja, aber das Problem ist bei mir, das Kokain hat natürlich wieder zugenommen. Das heißt, alles ein Vorteil und Nachteil. Ja. Gino, was haben die Drogen dir weggenommen? Die Drogen, was sie mir weggenommen haben, die haben mir mein ganzes Leben genommen. Die haben mir mein ganzes Leben genommen, sozusagen. Also, würdest du sagen, du bist ein Opfer der Drogensucht? Ich bin ein Opfer der Drogensucht, ja. Siehst du da einen Weg raus, wenn du jetzt das so... Ich sag mal, reflektierst alleine, mal dahin guckst. Alleine würde ich es gar nicht schaffen. Einen Weg würde es zwar geben, aber ich sag mal ganz ehrlich, welche Straße nimmt man, um den Weg zu finden? Ja. Willst du den Weg überhaupt gehen? Ich würde den Weg sehr, sehr gerne gehen. Aber ich sage mal ganz ehrlich, du findest nie einen Arzt oder Sozialarbeiter, der dir dabei helfen tut, weil die ganz genau wollen, dass du weiterhin dieses Methadon bekommst. Die verdienen ja auch richtig gut daran. Es ist kein Mist, weil die machen sich die Taschen richtig voll damit. Und ich habe auch keine Probleme, das zu sagen. Ist mir egal, soll mein Arzt mich rausschmeißen dafür. Ist mir auch egal. Es gibt genug andere Ärzte. Ist das schwer, von Methadon runterzukommen? aber hallo. Das ist tausendmal schlimmer, als Heroin zu nehmen überhaupt. Ja, kannst du beschreiben, wie man sich fühlt, wenn man von Methadon runter will? Oder hast du schon mal probiert? Wenn du von Methadon runterkommst, ja, und wenn du da entzügig wirst, dann hast du auf jeden Fall Knochen ziehen, Muskel ziehen, aber richtig Krämpfe. Ja, du hast, dein ganzer Körper spielt verrückt halt, ne? Du kannst gar nichts machen, du bist schlapp, deine Knochen tun weh, alles. Ja, auf gut Deutsch, es ist die dümmste Droge überhaupt. Wer das erfunden hat, glaub mir, den sollte man wirklich erschießen. Es wird oft genug behauptet, dass es eine Droge der Reichen ist. Heroin? Ja. Kokain. Kokain, ja, ist eine Droge der Reichen. Sag ich mal. Aber das ist ja heutzutage ist das kein Kokain mehr. Das ist ja, heutzutage ist das entweder nur noch Tabletten. Und wenn ich sehe, ne, dass die Leute sich fast jeden Tag an Kokain herankommen in Szenen, aber die sehen nicht alle aus wie Millionäre. Nein, ich sag mal ganz ehrlich, das angebliche Kokain, was hier im Umlauf ist, oder generell hier in Europa im Umlauf ist, das ist für mich kein Kokain mehr. Das ist einfach nur noch Tabletten, die wirken wie Kokain halt. Wir haben das einmal testen lassen durch einen Bekannten halt von der Uni und der hat gesagt, es sind 7 Sorten Tabletten drin. Aber trotzdem jagt aber jeder 1% danach. 1% Kokain Maximum. Und trotzdem jagt jeder danach nach dieser trotzdem Droge. Trotzdem jagt jeder da hinterher und da ist irgendwas drin, was dich richtig süchtig macht. Ich sage nur ganz ehrlich, für mich ist es mittlerweile Crystal Meth, glaube ich. Oh. Hast du schon sehr oft Crystal Meth probiert? Ich weiß es nicht, ob Crystal Meth. Ja, wenn es Crystal Meth ist, dann nehme ich das jetzt seit bestimmt 3 Jahren. Ja. Ja? Wie oft? Oha. Täglich? Täglich. Wenn ich mir. Und wie war das erste Mal Crystal Meth? Crystal Meth sagt man richtig, ne? Crystal Meth, ja. Crystal Meth. Ja, wie sagt man das? Wie wirkt er beim ersten Mal? Ja, wie wirkt er beim ersten Mal? Ist einfach ein gutes Gefühl so, ne? Wie hast du dich gefühlt beim ersten Mal Crystal Meth? Ich kann ja nicht sagen, ob das Crystal Meth war oder ne. Aber für mich ist es einfach Crystal Meth. Sag ich mal gut, wie habe ich mich gefühlt? Ich habe mich einfach gut gefühlt. Ich habe mich einfach auf Wolke 7 gefühlt. Und sehr euphorisch halt. Wie bitte? Sehr euphorisch. Sehr euphorisch. Und wie ist das jetzt? Immer noch die gleiche Wirkung? Mittlerweile ist es nur noch eine Sucht.
ist einfach nur noch eine Sucht. Ja, du, wie ein Benzin das Auto braucht, brauche ich das Kokain. Im Moment. Das ist das Problem leider. Und Crystal Meth nimmst du auch parallel? Ich sage mal ganz ehrlich, wenn es das ist, dann wird es das auch so sein. Dann ist es Crystal Meth. Ah, du hast den Verdacht, dass damit beigemixt ist bei den Tabletten. Das meine ich die ganze Zeit, dass das Crystal Meth ist, dass das gar kein Heroin, gar kein Kokain mehr ist. Das Heroin ist auch kein Heroin mehr. Das ist auch nur alles nur noch gepuncht, ja, wenn überhaupt. Vielleicht 2% Heroin drin oder 3% Maximum. Und bei Kokain ist es maximal, sage ich mal, 5 bis 7% maximal, was du hier auf der Straße kriegst. Normalerweise, was die Reichen kriegen, da hast du 80-85%iges. Habe ich auch oft in Hamburg genommen. Ja. Da bist du auch ganz anders drauf. Du kannst schlafen, du kannst essen, du kannst, ja, du kannst vögeln, du kannst alles machen, was dir dein Herz begehrt. Aber bei diesem Scheiß, was jetzt auf dem Markt ist, so, du wirst müde, was du eigentlich gar nicht wirst von Kokain normalerweise. Teilweise tut dir alles weh und wenn du das morgens nicht hast, ich zum Beispiel muss es so machen, wenn ich morgens aufstehe, muss ich meinen ersten Kokain machen. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich dann scheiße drauf.